Männer bewerben sich gerade um das Amt des Bürgermeisters von Arnsberg. Hier sind sie. Ralf Paul Bittner, das ist dieser hier. Der hier heißt Peter R. Dann haben wir noch Emilio Perluso. Und diesen hier, das ist Reinhard Wilhelm. Und um es gleich vorweg zu sagen, er bekommt von uns den begehrten Kärchenbonus. Auch wenn nur Peter Erb und Ralf Paul Bittner wirklich realistische Chancen haben, das Rennen um das Arnsberger Vogelhaus zu gewinnen, haben wir doch allen Vieren 6 von euren Fragen geschickt. Einer der 4, nämlich dieser hier, hat sich sogar vor die Kamera getraut. Vosswinkel hat eine negative Bevölkerungsentwicklung. Haben Sie den politischen Willen, diesen Trend zu stoppen oder sogar umzukehren? Und wenn ja, was sind Ihre Rezepte dafür? Die Dörfer sind ein wichtiger Teil der Identität Arnsbergs. Da ich selber vom Dorf komme, kann ich das gut beurteilen. Es gibt einen breiten politischen Konsens, die Dörfer zu stärken. Ich war selbst Teilnehmer auf der Dorfkonferenz im Juni 2015 in Vosswinkel. Da sind bereits sehr viele Anregungen aus der Dorfgemeinschaft gekommen, die Vosswinkel attraktiver und lebenswerter machen. Das ist eine sehr gute Basis, die ich kenne und der ich mich gerne orientieren werde. Denn wer weiß es besser als die Vosswinkler selber, was für Probleme im Ort herrschen. Aus Zeitgründen kann ich hier nicht alles darstellen, aber viele Dinge sind auch bei weitem noch nicht umgesetzt. Vor einem Jahr wurde in einer Nacht- und Nebelaktion die 30er-Zone in der Dorfmitte aufgehoben. Was werden Sie als zukünftiger Bürgermeister für uns tun? Ich stehe voll und ganz hinter den Vosswinklern und Vosswinklern. Ich weiß aus eigenem beruflichen Erleben, welche Gefahren erhöhte Geschwindigkeiten mit sich bringen, das auch noch neben der gesamten Lärmbelästigung. Meine Solidarität habe ich auch mit der Anwesenheit vor kurzem bei der Demonstration hier an der Öffentlichkeit ausgedrückt. Man hört und sieht, was hier los ist. Es könnte formal schwer werden, ich gebe die Hoffnung aber nicht auf. Ich werde mir auch mögliche Alternativen anschauen, die vielleicht durchsetzbar sind, wie Tempo 30 für LKWs oder auch für den Schwerlastverkehr, beziehungsweise vielleicht auch Geschwindigkeitsmessgeräte aufzustellen oder Hinweisschilder etc. Wir werden da weiter dran arbeiten. Die Attraktivität unseres Dorfes als Wohnstandort für Familien hängt von den Bildungseinrichtungen Schule und Kindergarten ab. Werden Sie sich mit aller Kraft für deren Erhalt stark machen? Kurze Beine, kurze Wege bleibt der richtige Grundsatz. Ich halte die Analyse, dass Kindergärten und Schulen zentrale Faktoren sind in den Dörfern und das ist auch in Vosswinkel so, dass Vosswinkel attraktiv bleibt. Ebenfalls auch ein Ergebnis der Dorfkonferenz. Kindergärten sind für mich identitätsstiftend, für alle anderen denke ich auch. Und spielen gerade bei der Auswahl junger Familien in den Dörfern, bei der Wohnsitznahme, eine große Rolle. Es kommen aber noch Dinge hinzu, wie zum Beispiel saure Kinderspielplätze, ausreichende Kinderspielplätze oder auch Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Wie sind Ihre Ideen dafür, damit in Zukunft ältere Menschen länger und gut versorgt und selbstbestimmt in Ihrem Dorf leben können? Und später. Mit den vorhandenen Anregungen und Vorschlägen werde ich mich auseinandersetzen, kann die jetzt auch hier nicht darstellen, weil es so kurz ist. Wir hatten auch weitere Ideen bereits in meiner Fraktion, der Bürgerbus, da konnten wir was umsetzen, das ist ein guter Ansatz. Oder auch das rollende Rathaus, die Verwaltung vor Ort zu bringen, da denke ich, gibt es noch viele Möglichkeiten, die man angehen kann. Städtische Dienstleistungen vor Ort zu erbringen, plus die digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Ich möchte aber auch kreativ denken, vielleicht könnten wir im mobilen Einkauf einen Einkaufsbegleitservice machen oder auch mobile Einkaufsmöglichkeiten vor Ort schaffen. Das sind viele Möglichkeiten, die wir gemeinsam diskutieren, viele Vorschläge sind da, wir müssen sie anfassen. Was dürfen wir mit Ihnen als dem neuen Bürgermeister von Arnsberg machen, wenn wir heute in 5 Jahren immer noch keine flächendeckende Breitbandversorgung haben? Ja, in dieser Sache habe ich mich bereits vor einigen Tagen mit dem Mitglied der Arbeitsgruppe Breitbandausbau im Rathaus unterhalten. Ich bin total zuversichtlich, dass das keine 5 Jahre mehr dauert, biete aber trotzdem meinen Einsatz an. Falls es nicht klappen sollte, was ich nicht glaube, dann komme ich als im Kostüm des schlauen Fuchses von Vosswinkel in die Urbanus-Grundschule, stelle mich den Fragen der Kinder dort zu ausgewählten Themen, die gerne vorher arbeiten können. Ich komme auch gerne ohne Kostüm, bringe dann Fuchsi mit. Die Dorfgemeinschaft Vosswinkel müsste unserer Meinung nach mehr Mitbestimmung in der Kommunalpolitik erhalten. Was halten Sie von einer Bürgerkommune Vosswinkel? Also erstmal hatte ich sehr viel davon, wenn die Vosswinkler und nicht nur die eine mehr und eine bessere kommunale Mitbestimmung erhalten. Das könnte man zum Beispiel auch über Einführung von Einwohnerfragestunden bei den Bezirksausschüssen machen oder auch bei den Besuchen, die ich regelmäßig in den Dörfern durchführen möchte. Aber der Gedanke der Bürgerkommune ist ja durchaus weitergehender, spricht aber auch genau meine Vorstellung von dem Zusammenspiel Bürgermeister, Verwaltung und Zivilgesellschaft, wie man gemeinsam die Zukunft gestalten kann. Die in Arnsberg umgesetzten Aspekte
wie zum Beispiel am Seniorenbeirat oder der Stadtschulwirtschaft sind dafür gute Beispiele. Das kann man auch für die Dörfer allgemeiner umsetzen, was auch für die politischen Entscheidungsträger sehr hilfreich wäre, so eine Win-Win-Situation. Der Mann ist ganz schön umtriebig. Aber der Sheriff hat noch eine Geheimwaffe. Er verteilt diese Kekse mit seinem Namen drauf. Aber machen ihn diese, in Fachkreisen auch Bitcoins genannten, Cracker unbesiegbar? Wir wissen es erst am 4. Februar. Für Arnsberg sollte aber gelten, es gibt nur zwei Persönlichkeiten, die diesen Mann noch stoppen können. Diesen hier und diesen hier.